Tja, ich glaube, im letzten Spiel haben wir uns keine Freunde gemacht. Wir haben ja Dortmund nach Strich und Faden verdroschen. Und jetzt haben wir wieder ein Ligaspiel gegen den FC Southampton. Garcia ist gesperrt. Ja gut. Dembaba ist verletzt. Das ist natürlich nicht so gut. Southampton ist 20. Also Tabellenletzter. Oder wenn ich das richtig sehe. Tabelle. Ja, Tabellenletzter. Gut. Also Garcia ist gesperrt. Dembaba ist nicht fit. Das sind mehrere nicht fit. So, Moment. Ja, das können wir da rumregeln. Die spielen in Rot. Jetzt, Moment einmal. Jetzt dann mal Ryan Taylor auf rechts aussehen. Santon, der auf Pause machen. Ist denn Oscar fit? Ja, der ist fit. Jetzt haben wir so viele Spieler und keiner ist fit. Das gibt's ja gar nicht. Dembaba darf auch daheim bleiben, weil er verletzt ist. Jetzt Moment einmal. Oder machen wir? Na was? Texera. Dann hätten wir noch Murillo. Den kann man für den einen da. Ja, so schlecht haben wir gar nicht aufgestellt. Durch die Fanspieler. Hätte in der letzten Saison hätte es anders ausgeschaut, weil da waren wir ja schlecht aufgestellt. Und hab nirgends so einen breiten Kader gehabt. Jetzt haben wir einen 30. Spieltag. Ja, wie viel haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht mehr. In der Bundesliga haben wir ja 34 Spieltage insgesamt. In der Premier League sind das ein paar mehrer. Weil ja, ja mehr Mannschaften drin sind. Ich weiß gar nicht, haben wir da 36 oder 37? Ja, das kommt davor, wenn man Oscar frei bauen lässt. Schlecht verteidigt. Und beim zweiten Mal macht das. 1-0 für Newcastle. Den hat aber überhaupt keinen Angriffer. Da hat er einen Ball gekriegt und dann sind alle davor gelaufen. Den hat er noch blocken können. Aber beim zweiten war er dann machtlos. Lambert. Do Prado versucht, aber war nix. Also wir spielen immer nur auf Topspieler. Habe ich extra noch geschaut. Ich meine irgendwie, dass da irgendwo was anderes ist, aber wir spielen auf Topspieler. Und haben dennoch 7-0 gegen Dortmund gewonnen. Und jetzt treffen wir schon wieder zweimal. Zurzeit läuft's, oder? Zurzeit läuft's richtig bei uns. Jetzt müssen natürlich nur noch Chelsea und den endlich den Fehler machen. Dass wir einmal vorbeikommen. Ich glaube, Southampton ist schon mal abgeschlossen. Reeves, Schneiderlin, wie ist das ein Schneiderlin? Wo sind das für Namen? Das ist bestimmt der Schweizer.
Do Prado. Ja, heute Ecken außer. Und die macht Schneiderlin. Ja, wir werden deswegen so gut spielen, weil wir einfach uns richtig gut eingespielt haben mit der Mannschaft. Und wir haben ja richtig gute Spieler drin, also so ist es ja nicht. Wir haben ja hauptsächlich im 80er und teils sogar im 90er Bereich Spieler drin. So, Ronaldo. Oscar. Ja, Fafan erwischt ihn nicht ganz. Lambert. Gibt Escape? Selbstverständlich. Und zwar für Neskens, der Holländer. Ja, so leicht geht es. Jetzt steht nur noch 2-1. Und es war wer? Lambert, die Nummer 7. Da schlänzt da hinten rum am Bullen vorbei. In unser Tor und es steht nur noch 2-1. Also durch sind wir natürlich noch nicht. Aber wenn wir sehr schnell 2-0 geführt haben. Oscar. Gibt einen Einwurf. Fripperer auf Destro spät, ja. Von dem haben wir noch irgendwie gar nichts gesehen. Klein. Davis. Das ist der Ausgleich. Tja, also so schnell kann es gehen. Do Prado per Kopfball. Aus sehr spitzen Winkel. Und vorher, wenn ich noch gesagt, das Ding ist schon gelaufen. Und jetzt steht es 2-2. Ich glaube, da haben wir uns etwas zu früh gefreut. Das ist schon eine beachtliche Leistung, oder? Für den Tabellenletzten. Aber wir haben gleich auch wieder die richtige Antwort geliefert. 3-2 durch Fafan. Da ist der Schuss von Kabais gegen Pfosten knallt. Das sehen wir gleich nochmal. Das war der Pfostenschuss. Dafür hat der Nachschuss gesessen. Und somit führen wir wieder. Und es ist auch wichtig, dass wir führen. Wir brauchen 3 Punkte. Denn wir hoffen immer noch, dass der Fälle endlich mal passiert bei Chelsea. Und dass die mal ein Spiel verlieren. Oder zumindest unentschieden spielen. Aber ich glaube, das wird nochmal knapp da. Reeves auf Klein.
Oi da. Die geben jetzt ganz schön Gas, also da müssen wir jetzt richtig aufpassen hinten. Ja, das drum abseits. Und zwar eindeutig. Taylor klärt zur Ecken. Und wir haben nur ein paar Minuten, bevor Halbzeit ist. Und da möchte ich kein Gegentor mehr. Oscar. Ja, das ist doch irgendwie von der Rolle. Überhaupt nicht anspielbar. Gut, das war's erst einmal. 3-2 zur Halbzeit. Wir haben sehr schnell 2-0 geführt. Aber Southampton hat sie zurückgearbeitet und hat tapfer gespielt. Und haben einen Ausgleich geschafft. So, pass auf. Wie schaut's denn aus mit Wechseln? Jetzt, wenn man Neskens aussieht an, der spielt eh nicht so besonders. Oscar kann ja auch zentral spielen. Und dann mal rechts außen Texera einer. Denn der ist links. Ja, der kann zwar rechts auch spielen. Ist da aber schlechter. Also Neskens aussehen. Und es kommt Alex Texera. Der soll noch ein bisschen Schwung mitbringen. Einwurf Southampton. Do Prado. So, Capitano Cabay. Ronaldo, Korbseits. Ja, solche muss er eigentlich machen. Schneiderlin. Lalana. Abgeblockt. Und sie geben immer noch Gas. Die wollen sie doch nicht zufrieden geben. Die wollen zumindest noch einen Punkt holen. Was war das jetzt? Abseits? Dodo? Und es gibt Einwurf für uns. Ja, Fahrfahren spielt auch nicht so besonders. Es wird wahrscheinlich der nächste sein, der gleich ausgeht. Texera. Ja, da rennt Ronaldo irgendwie wickert. Und wir bringen auch nicht so viel zusammen. Wir machen viel Fehlpässe. Ryan Taylor. Auf Texera. So, Money, jetzt wechseln wir. Und zwar auf der linken Seite. Jetzt kommt nämlich Sinclair.
Und er kann sich durchsetzen. Und da haben wir wahnsinnig viel Glück, dass der den nicht gescheit erwischt. Das war ja eine hundertprozentige Chance. Es liegt auf jeden Fall nur ein Tor in der Luft. Und zwar nicht für uns. Denn wir spenden im Moment nicht besonders gut. Ja, das war die erste sehenswerte Aktion von Destro, der bisher nur Phantom war. Es kommt dafür auf jeden Fall Sinclair. Cheplow. Klein. Und die Fehlpässe, glaube ich, brechen uns genick jetzt irgendwann. Ronaldo. Und es gibt Abstoß. Gut. Jetzt dann mal, glaube ich, nochmal wechseln. Und zwar geht Ronaldo ober. Und wir bringen Fischer als hängende Spitze. Das ist Money. Ist es ein Holländer oder Däne? Ich glaube, er war aus Dänemark. So, da ist er schon daher. Und kann noch ein bisschen Praxis sammeln. Jetzt kommt er da nicht vorbei. Einwurf für Newcastle. Kabei. Ja, Fischer mit dem Kopfball, aber drüber. Bloß Wickert. Fischer und Sinclair. Und es gibt keine Nachspielzeit, also das heißt, jetzt wird er gleich abpfeifen. Ja, knapp gewinnen wir. 3-2, es war harte Arbeit, also so leicht war das gar nicht. Von den Chancen her haben wir es mehr gehabt. Da schau her, Chelsea hat unentschieden gespielt, das heißt, wir kommen an 2 Punkte ohne. Nein, einen. Also Chelsea hat nur noch einen Punkt Vorsprung. Es schaut gut aus für uns.